So Leute, ja, heute mal aus der Küche im Büro ein Unboxing-Video von dem Unterarmtrainer Pro von Marke Alex, neulich gekauft. Damit kann man, ey, ganz ehrlich, das ist zwar aus Plastik und hat eine Feder und so, aber ey, ich erkläre euch gleich mal so, wenn ich damit trainiere. Ich wollte schon immer wie Bibis Beauty Palace so ein Unboxing-Video machen und Multimillionär werden. Dementsprechend gucken wir doch mal, was dabei rauskommt. Natürlich mit einer Hand aufmachen, mit der anderen Hand filmen ist immer so ein bisschen, wie soll man sagen, unpraktisch. Das geht ja von vorne auf. Das war's schon? Das war das Unboxing? Alles klar. Ja, ich würde sagen, ich setze mich gleich hin und trainiere gleich mal damit. Ja? Und dann sehen wir uns gleich wieder beim Trainieren aus dem Büro heraus. Bis gleich. So. Also, das ist die Schraube, an der man dreht und dann wird das hier enger und dadurch auch die Schwierigkeit schwieriger. Also ich drehe mal da dran und ihr seht, das Ding zieht sich nach innen. Ja, und somit ist die härteste Stufe erreicht. Und zwar jetzt, hier geht es nicht mehr weiter. So, ich werde mal mit links anfangen. So, wie war das nochmal? So, also man geht hier mit dem Arm rein, dann hier mit den Fingern rein. So, das Ding ist, ich habe das ja schon bei Karstadt ausprobiert. Guck mal, man stellt sich das vor, ah, so ein Plastikding, so eine Feder, das ist ja nichts. Und so, glaub mir mal, macht mal damit 20, 30, 40 Wiederholungen auf der härtesten Stufe. Das Ding ist auch, die Wirkung kommt so ein bisschen zeitversetzt. Das heißt, am Anfang denkt ihr, das geht voll locker. Und sobald ihr fertig seid und zieht das Ding vom Arm ab, so 5 bis 10 Sekunden später, kommt dann der Schmerz. So. So, 30 Stück links. Wie gesagt, ich bin noch Anfänger. Ich denke mal, wenn ich damit übe, dann kommen schon 50, 60 Wiederholungen irgendwann zusammen. Aber wie gesagt, der Schmerz, das Problem ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt gewollt ist oder nicht, dieses Stück drückt so ein bisschen in den Unterarmmuskel rein. Das ist so ein bisschen unangenehm. So, gucken wir mal mit rechts. Boah, Alter, ey, irgendwie mit rechts habe ich aber mehr Power. Das heißt, mein linker Unterarm braucht irgendwie mehr Training. Aber ungelogen, zwiebelt richtig. Also kann man nicht meckern eigentlich. So, und ich habe mir überlegt, sollte das mit der Feder irgendwann mal kaputt gehen oder was, dann könnte man ja selber so eine Art Feder, irgendwie was noch härter und enger ist, machen und dann die Schwierigkeitsgrad, also Schwierigkeitsgrad von dem Ding steigern. Ja, und wie gesagt, das Ding kostet irgendwie 19,99 € und ganz ehrlich, ist richtig stabil, auch wenn es aus Plastik ist. Das ist aber kein so ein Billigplastik, was nach zweimal Anwendung irgendwie zusammenbricht, sondern das ist schon Hartplastik. Ja, das könnte auch ruhig mal, glaube ich, ein, zweimal hinfallen, das würde jetzt nicht sofort auseinanderbrechen oder was. Ich meine, ist nicht zu empfehlen, aber ist wirklich gut verarbeitet, ist auch nicht so, das sieht nicht so, fühlt sich auch nicht so billigmäßig an. Also ist schon relativ stabil, kann man nicht meckern. So, machen wir hier noch einen Satz. Ich weiß nicht, die Frage ist, warte mal, hier, man kann ja auch für die Finger so ein bisschen verstellen, dass das Ding weiter nach unten kommt, oder was? Sie, ah ja, genau. Ja, ja, das ist so für verschiedene Arm- oder Handlänge. Kannst du ein bisschen nach unten drehen und zuschrauben. Ja, falls du irgendwie, also je nachdem, große Menschen oder kleine Menschen, wer das Ding benutzt. So. Probieren wir nochmal. So, die Frage ist, ob das nicht besser ist, wenn man hier so ein bisschen festhält und dann damit arbeitet.
Zwiebel schon. Also man bricht jetzt nicht auseinander, aber Zwiebel schon ordentlich. Also man merkt schon richtig so einen Effekt. Und wie gesagt, das ist mein erstes Mal, dass ich damit überhaupt trainiere. Ob man das jetzt Training nennen soll, aber ganz ehrlich, für die Anfänger unter euch, da würdet ihr richtig Spaß mit haben. Man kann ja auch mal so im letzten Satz am Ende noch mal ein bisschen halten. Ist okay. Also ganz ehrlich, und ja, noch was, ne? Da haben ein, zwei Zuschauer geschrieben, ja, der kassiert jetzt Kohle, weil er das Ding da im Video vorstellt. Nee, ich habe das spontan bei Karstadt Sport gesehen. Und dann habe ich so gesehen, dachte ich mir, boah, geil, Alter, sowas habe ich noch nie gesehen, muss ich filmen. Also ich bekomme dafür kein Geld, das ist jetzt kein Product Placement oder so. Wenn ich einen Sponsor habe oder wenn ich Geld für irgendwas bekomme, würde ich euch das sagen. Ich meine, ich habe ja einen Sponsor, das Video könnt ihr hier oben rechts anklicken. Das ist mein Sponsor, von dem bekomme ich auch Geld, wenn ich Werbung mache. Und das Ding habe ich euch einfach so vorgestellt. Vor allen Dingen, ich habe das genommen, ausprobiert, weil ich dachte, ah, wieder so, es gibt ja so viel billig Plastikspielzeug, ne? Man denkt so, boah, das ist bestimmt voller Schrottteil, so. Ist auch meistens, diese ganzen Plastikdinger sind meistens Schrott. Aber das Ding ist wirklich gut, also kann man nicht meckern, ehrlich. Kann man nicht meckern. Für die 20 Euro, und der Widerstand ist gut, also man hat schon ein paar Monate zu kämpfen, bevor man sagt, okay, jetzt ist mir das zu, also zwiebelt ordentlich. Gut, wie gesagt, alles klar. Abonniert den Channel, abonniert auch meinen Panzerkanal. Dort heiße ich Akku Power Let's Play, also Akku Power und dann Platz lassen Let's Play. Dort spiele ich Panzer. Und ja, ansonsten gibt es auf jeden Fall die Tage noch Schrägbank drücken mit richtigen Hanteln, mit Langhantel Schrägbank drücken. Und ich bin am Kämpfen, dass ich so einigermaßen gute Werte habe, dass ich wieder Flachbank drücken hochlade. Und ein Kollege von mir, der hier auch im Büro arbeitet, hat ein paar Hanteln hier hingebracht. Kann sein, dass ich euch demnächst hier aus dem Büro so ein paar, was weiß ich, Schulterübungen. Wir haben jetzt nicht hier ein paar hundert Kilo rumliegen, sondern vielleicht 20, 30 Kilo maximal. Da kann man vielleicht mal Seitheben oder so Geschichten. Vielleicht mal Bizeps Curls. Mal gucken. Alles klar. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.